Professor Lai, Sie knüpfen die Wahrheitsfrage strikt an das Handeln des Menschen als Wahrheitskriterium. Wieso reicht die innere Logik einer Erkenntnis oder einer formulierten Erkenntnis nicht aus, um davon zu sprechen, dass eine Erkenntnis oder eine Theorie, in der sie sich entfaltet, wahr ist? Viele Jahrhunderte lang war doch das ein wichtiges Thema in der Philosophie, auch in der theoretischen Physik und so weiter, dass ein Erkenntnissystem in sich stimmig ist und dann schon als wahr gilt. Warum denn jetzt nicht und nur am Handeln ausgerichtet? Ja, deshalb, weil Wahrheit ja zumindest unbewusst bei jedem Menschen auch ein wertbesetzter Begriff ist. Und wertbesetzte Begriffe müssen auch ethisch bedacht werden. Mir ist kein einziger Mensch bekannt, der das Wort Wahrheit als, vielleicht einige Philosophen ausgenommen, das Wort Wahrheit nicht auch in einem ethischen Horizont bedenkt. Und das bedeutet, dass die Wahrheitsfrage sich immer daran entscheidet, ob ein Handeln biophil und damit dann überhaupt erst als wahr sich herausstellen kann. Ich bin der Meinung, dass die Wahrheit ein ethischer Begriff ist und deshalb ist gleichsam was dogmatisch wahr, in Anführungszeichen das Wort dogmatisch wahr zu setzen, praktisch nur das Biophilie-Postulat, alles andere muss sich daraus herleiten, auch Wahrheit. Wenn Wahrheit eine Frage... Also die akzidentelle Wahrheit, die Wahrheit von Mal zu Mal geschehend. Wenn Wahrheit eine Frage der Kommunikation ist, wie muss diese Kommunikation sein, damit sie der Wahrheit dient und dem Biophilie-Prinzip folgt? Ich sollte mich ja überlegen, bei jeder ernsthaften Kommunikation das zu bedenken, was ich durch meinen kommunikativen Beitrag bewirke. Es gibt natürlich Smalltalk, bei dem das nicht bedacht werden sollte und auch noch nicht mal bedacht werden darauf vielleicht, weil das ein Smalltalk eine wichtige Funktion der Kontaktvergewisserung und des Kontaktaufbaus behindern würde. Aber wenn ernsthafte Kommunikation geschieht, dann sollten Menschen auch die Wirkung ihrer kommunikativen Beiträge mitbedenken. Und die Wirkung mitbedenkend ist immer eine ethische Frage. Das bedeutet, oft wäre Schweigen besser als Reden. Ja, was bewirke ich durch mein Sprechen, ist sicher immer wichtig, auch mitbedacht zu werden. In Ihrem neuen Buch über die Liebe zum Leben aus diesem Jahr überprüfen Sie die Ethik der Wissenschaften, indem Sie die biophile Qualität von Philosophie, Physik, Technologie, Geschichtsschreibung und Theologie beurteilen. Jetzt nicht speziell zu jeder Wissenschaft, sondern nur übergreifend. Was ist die biophile Anforderung an jede Wissenschaft und was ist Ihre nekrophile Versuchung? Die biophile Anforderung an jeder Wissenschaft ist die Akzeptation der Tatsache, dass wenn die Wissenschaft sich in praktisch übersetzt, also in praktisches Handeln übersetzt, dieses Handeln dem Ethikpostulat der Biophilie untersteht. In Wissenschaften, die nicht unmittelbar oder auch nur mittelbar in verantwortetes Handeln oder verantwortbares Handeln übertragen und übersetzt werden, sind natürlich davon dispensiert. Ich könnte mir vorstellen, was ich aber nicht sicher beweisen kann, dass einige Bereiche der Mathematik etwa nicht unmittelbar handlungsrelevant sind. Und gut, die mögen dann als la pour la von dem Postulat der Ethik dispensiert sein. Und was ist die nekrophile Versuchung, der die Wissenschaften unterliegt? Die nekrophile Versuchung jeder Wissenschaft, handlungsrelevanten zumindest Wissenschaft, ist, dass sie sich selbstwertig betrachtet und das Wissen in bloßen Neugier entartet, das Wissen wollen in bloßen Neugier entartet. Diese Neugier kann Menschen in Situationen bringen und hat auch irgendwie die Geschichte zeigt, den großen Fehlorientierungen der letzten Jahrhunderte, lag ja praktisch an philosophisches Denken zugrunde, dass er dann nicht eben bedacht hat, welche Konsequenzen hat meine Weltanschauung oder meine
philosophisch, theologisch oder wie auch immer religiös begründete Weltanschauung, politisch begründete Weltanschauung für mein Handeln und was ist die Wirkung meines Handelns in Bezug auf mich, aber auch vor allen Dingen auf andere Menschen und vielleicht sogar auf soziale Systeme. Nun ist Wissenschaft ja sehr oft auch ein Machtinstrument, also nicht nur der Neugier geschuldet oder irgendwelchen Forschungsinteressen. Ja, ich glaube, dass die Neugier ein wichtiger Motor ist, aber er darf nur Motor sein, nicht das Auto. Und als Machtinstrument ist die Wissenschaft ja versucht, selber Macht aufzubauen und Macht zu akkumulieren, um es einzusetzen. Das ist so, wenn in dem Augenblick, wo Macht selbstwertig wird, vergisst sie ihre Verantwortung. Und Macht, verantwortungslose Macht ist sicher der Grund zahlloser Katastrophen, die die Menschheit überkommen hat. Schönen Dank.